So, ich hole das Messer. Geht los. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, Chat. Das habe ich mir seit 2 Jahren, habe ich mir so ein Ding gewünscht. Und 2 Jahre lang hat mich Andreas davon zurückgehalten und abgehalten, mir so ein Ding zu kaufen. 2 Jahre lang hat er mir immer gesagt, Bagger, das ist nichts für dich. Bagger, das ist nichts für dich. Sag mir einfach Bescheid, ich druck das, das ist nichts für dich. Mann, Dizzy, lass es, ist nichts für dich. 2 Jahre lang. Tja, jetzt haben wir wieder so diese typische Geschichte mit dem Karton und rauskriegen. Wenn ich jetzt wüsste, dass der astrein funktioniert, würde ich einfach den Karton an der Seite aufschneiden. So, nun ist die Frage, wie kriegen wir den Bums hier raus, ohne dass wir den beschädigen, weil der schon ziemlich schwer ist. Legen wir ihn auf die Seite und ziehen ihn raus, wie ein Fernseher? Das wäre wahrscheinlich das Beste, wa? Legen wir ihn raus und ziehen ihn dann so raus? Ja, wahrscheinlich, wa? Ich habe den an der Tüte rausgezogen. Na, das sehe ich nicht passieren. Nee, dafür war der zu teuer. Okay, wir machen das jetzt mal so. Auf ganz entspannt hier. Ich glaube, dafür ist die Tüte auch da, dass wir den so rausziehen können. Okay, ganz ruhig, Brauner. Schön geschmeidig kommst du jetzt hier raus. Mozi, freust du dich schon auf den Karton? Okay, wir haben ihn raus. Ich habe noch eine Spule Filament hier mit bei. Aha! Oh, ich habe 3 Spulen Filament dabei? Oh, wieso habe ich mir 3 Kilo Filament gekauft? Huhu! Hier sind 3 Spulen Filament drin. Einmal grünes Filament? Toll. 2 Gramm Filament, was soll ich damit? Da kann ich ja gerade mal ein Benchy mit drum. Oranges Filament, das finde ich auch schön. Was ist das hier? PLA Support Filament. Naja. Alright. So, komm mal her, kleiner Sweetie. Ui. Mozi, freust du dich schon drauf? Ich baue dir auch extra da vorne so ein Katzending hin. Ja? Und dann kannst du dich immer davor setzen und dir den angucken. Und wenn Druckerstream ist, kannst du dich daneben setzen. Dann kannst du den Sellout machen. Ich finde das ja so witzig, dass die ganzen YouTuber immer gesagt haben, dass er übel schwer ist. Und ich denke mir gerade so, ich habe jetzt so einen 50-Kilo-Sack erwartet, aber das ist ja kein Gewicht, nicht? Hm. Stelle ich jetzt extra einen Tisch hin zum Bauen? Aber ich habe nur den Wackeltisch. Müssen wir mal gucken, Chat, weil Paul hat sich nämlich letztens darüber beschwert, dass der Tisch so sehr wackelt. Wir bauen 2024 auch das Büro nochmal um, Chat, für YouTube. Oh, ich weiß nicht, das ist es nicht, Chat. Da kriege ich Ärger von Paul. Der mag das nicht, wenn der Tisch so wackelt. Ich habe mir 300 Millionen Videos angeguckt zu dem 3D-Drucker. So, was ist das hier? Das ist der Quick-Start-Guide. Ja, Mozi, hast du bist schon in den Karton rein, ja? Der Toolhead, der Roin. 3x Filament, 250 Gramm haben wir gekriegt. Das ist auch alles richtig. Dann machen wir das hier mal ab. Boah, ich bin ja richtig gehypt jetzt, Chat, ne? Weiß ich, wie es ist. Statue erstmal alles easy. Dann stelle ich den jetzt mal kurz rüber. Moment. Ich muss gleich noch die Dings holen, dann die Kamera, die zweite, um euch das zu zeigen. Aber wir machen erstmal das hier. Also das Arm S. Ich hoffe mal, dass die mit den anderen Spulen da auch mit dazu passen. Das ist ein Trocknungssack, den hebe ich mal auf. Seid ihr auch schon so ein bisschen aufgeregt wie ich? Das muss so rein. Aber ich glaube, meine Spulen sind genauso groß. Die sollten hier mit reinpassen. Das ist PLA, beides. Und ich habe PETG gekauft. Moment, ich hole mal schnell meine. Ich habe mir ja mal in weiser Voraussicht 3 Kilo geholt. 3 Kilo sollten knapp reichen. Naja, ich war halt ein bisschen, you know. Oh, die ist aber ganz schön eng, Alter, die Kilospule. Nee. Die Kilospule geht hier nicht rein. Nope, das wird nix. Da müssen wir uns dann noch was überlegen, ob wir dann, ob wir uns dann nochmal die Spulen hier besorgen und dann umspulen oder so. Aber dann können wir jetzt erstmal nur mit dem drucken und das müssen wir dann extern machen. Die passen da nicht rein, die sind zu groß. Oder wir bauen das AMS irgendwann um. Aber das sehe ich wohl eher noch passieren. Obwohl, hier läuft sie. Nö. Hier läuft sie, nur da läuft sie nicht. Hier schien das ein bisschen eng. Also, ich würde jetzt mal, Leute, die zweite Kamera holen, die da aufstellen und dann machen wir los oder so.
Okay, er druckt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Chat. Ihr auch? Seid ihr auch aufgeregt? Also wir haben uns jetzt wirklich sehr viel Zeit gelassen beim Einrichten etc. pp. Also wenn der jetzt wirklich gleich ein vernünftiges Ergebnis liefert beim ersten Mal, das wäre krass. Übrigens, das wird es ab nächstes Jahr jede Woche Donnerstag geben. Wenn ich frei habe, könnt ihr den 3D-Roboter gucken. Und fertig ist er. Und fertig ist der Bums-Chat.